kommentiert gerne solche Sachen in dem Format. Und vielleicht, wenn überhaupt irgendwer das sieht und kommentiert, ist euer Kommentar ja der Inhalt des nächsten Videos. Ja, Jungs, ich würde sagen, wir gucken mal, was ihr mir für dieses Video für Ideen vorgeschlagen habt. Ha. Mach mal, ich spiele bis Hodenkobold 89 mich antwirkt. Nein. Pack in deinem nächsten Videos Barbies aus. PS, geiles Video. Erstens danke. Zweitens, nein. Mach mal ein Furzvideo. Nein. Zum Glück haben wir noch ein paar vernünftige Leute in den Kommentaren gehabt. Mach mal, dieses Video endet, wenn ich beleidigt werde. Ich denke mal, das sollten wir locker easy hinkriegen. Wir haben nur ein Problem bei der ganzen Sache. Gefühlt bin ich überall gebannt. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, was geht. Jungs, falls ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt mich super gerne abonnieren. Und gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, das würde mir unglaublich viel helfen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. What's up? Also es gibt wirklich schwerere Sachen, als ein Video zu machen, das dann endet, wenn mich jemand in 5M GTA Roleplay beleidigt. Also ich denke mal, das sollten wir relativ schnell hinkriegen. Und ich hoffe auch, dass wir das relativ schnell hinkriegen, weil ich muss heute noch wohin. Und ich habe nur eine halbe Stunde zum Aufnehmen eingeplant. Letztes Mal habe ich einfach über eine Stunde gebraucht für das Schleimvideo. Und deswegen sollte es jetzt relativ schnell gehen. Durch die angesprochene Problematik vorhin haben wir jetzt nicht wirklich die größte Auswahl. Aber wir gucken mal, was wir daraus machen können. Also besser hätte es jetzt eigentlich nicht kommen können. Mindless wie? Neuer Server und vor allem einfach und unkompliziert. Mega geil! Es ist tatsächlich das erste Mal wirklich. Normalerweise labern die mal Scheiße mit. Es ist leicht, da drauf zu kommen, keine Laulis. Aber diesmal war es wirklich leicht und unkompliziert. Mindless wie? Wir lieben euch. Ich liebe euch auch. Bruh. Hallo, hört ihr mich? Jungs, Jungs, Jungs. Vorname. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich mich nennen kann, Alter. Ich brauche immer so einen kleinen Gag dabei. Sarcel Iris. Moin, moin, meine aktiven Freunde. 08? 10, 2000. Ich hab Geburtstag bald, Jungs. Ich hab Geburtstag bald. Größe 200, oder? Schwanz? Geht das? Schwanz? Größe Schwanz? Inakzeptable Spielergröße. Schwanz Gaming? Schwanz Gaming klappt auch nicht. Okay. Dann 200. Wo sind die ganzen Leute, die gerade hier standen? Und wie rede ich hier überhaupt? Oh, jetzt muss ich nochmal quitten und gucken, ob das ein Teamspeak hat. Schlecht. Die haben einen Teamspeak. Mindless wie. Aber Hauptsache, wenn du in-game bist, wirst du einfach nicht dran erinnert. Das juckt dir einfach nicht, ob du da drauf bist. Kannst auch ohne zocken. Kannst auch ganz normal GTA Online da drauf zocken. Auch der erste Server, den ich in meinem Leben gesehen habe, der hier einfach keine Musik hat. Einfach keine Musik. Das ist einfach so unangenehme Stille einfach, wenn du auf dem Server joinst. Sah ich nicht gerade anders aus, als ich auf dem Server war? Warum bin ich auf einmal eine Glatzbirne? Mit voll geschissener Hose. Boah, ich habe auch das Gefühl, hier gibt es nicht eine Funktion auf diesem Server. So schlechter Server, ne? Schlecht. Boah, wenn ich mir jetzt kein Fahrrad oder so ausleihen kann, dann raste ich sofort aus. Dann flippe ich komplett aus. Ich flipp komplett aus. Oh, eine Stunde laufen, Digga. Anstrengend, anstrengend. Trick 17. Ich stecke einfach dieses Ding in meine Tastatur und der läuft automatisch weiter. Gechillt, freihändiges Gaming, Junge. Oh, da sind drei, da sind ein paar Leute. Ein bisschen frech sein und dann sollte der Ali eigentlich auch schon erledigt sein, ne? Also, so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ey, was geht ab, ihr Wixbirn? Ich bin gegangen, weil dann ein... Was geht, ihr klein Wixbirn? Du bist ein Kajo, Digga. Ich glaub, ey, was? Junge, die haben nichts zurückgesagt. Die meinten Kaio, aber Kaio ist ja jetzt keine Beleidigung. Vor allem, ich war voll frech zu denen und die haben mir einfach das Auto gegeben. Tschüss, wie das hier aussieht mit Pommes und sowas hier. Mit Pommesstand, okay. Hey, Würfelpark, komplett tote Hose. Dann halt zum Medic, ne? Oh, wenn ich jemanden anfahre, ist der locker abgefuckt und dann beleidigt er mich. Jetzt sollte eine Beleidigung, sollte ja wohl drinne sein jetzt. Dein Ernst? Nee, nee, nee. Hans, hör auf damit, Hans! Leute, die meinen, witzig zu sein. Ey, Digga, ich will doch nur eine Beleidigung. Ich will euch eigentlich gar nicht nerven, Leute. Du Pimmelberger! Oh! Hans, hör auf zu schießen jetzt! Ah! Hans! Ey. Hör auf, Hans! Ich habe noch nie so einen netten Server gesehen. Umso mehr tut es mir leid, dass ich den lieben Hans heute umfahren musste. Und jetzt muss es aber, no joke, jetzt muss er einfach nur noch schnell gehen. Wichtig, Digga, zumindest lebe ich. Und jetzt brauche ich nur irgendein Kind, beziehungsweise überhaupt irgendeinen Typen einfach nur, der mich beleidigt. Ey, yo, 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 yo. Hallo? Hallo? Ja, ja. Kannst du einmal kurz aussteigen? Warum? Weil du eine Butterbirne bist, deswegen. Kannst du einmal kurz aussteigen einfach nur. Ja. Wie kriegst du eine Karre? Warum, willst du kaufen? Nee, 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 will ich nicht. Will sie von dir klauen. Slice that bitch up. Slice that bitch up. Slice that bitch up.
Wieso fängst du nicht an, mich zu beleidigen? Aber wenigstens habe ich jetzt dein Auto. Ha, Problem. Ey, wichtig, ein Auto. Ah, fährt auch noch einwandfrei. Ist halt ein Driftauto und ist halt zum Driften da. Es fährt bescheiden. Das Handling ist bescheiden. Kollege. Yo, you wanna see some real speed, bitch? Kollege. Oha! Was hat der für ein Auto? Ey, du Glatzkopf, ey. Warum siehst du so scheiße aus? Ey, bisschen mehr Respekt hier. Du alte Glatzbärne. Ey, nicht einsteigen. Ah, kleiner Hurensohn, ne? Wichtig.